Willkommen zum Stadtgespräch Böblingen. Heute wieder aus der Motorworld auf dem Flugfeld Böblingen-Sindelfingen. Und heute wird es politisch. Ich darf ganz herzlich begrüßen Marc Biadatz. Hallo Herr Zürn. Ja, Sie sind der CDU-Bundestagsabgeordnete des Landkreises Böblingen. Das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, im Moment nicht wirklich vergnügungssteuerpflichtig ist, oder? Nee, die letzte Zeit, vor allem natürlich die Pandemiezeit, ist keine leichte Zeit. Aber die ganzen 3,5 Jahre, in denen ich jetzt in dem Bundestag bin, waren nicht einfach. Wir hatten einige Krisen zu meistern, politisch, intern, in der CDU, in der Fraktion. Und diese Pandemie, die betrifft uns natürlich alle und hat mir ein paar graue Haare mehr auf meinen doch schon weniger hohes Haupthaar gegeben. Aber es ist ja jetzt so, dass auf die Politiker wirklich eingeprügelt wird, muss man sagen. Keine Strategie, keine Perspektive, keine Lösung für die Probleme. Empfinden Sie das manchmal nicht auch als einfach ungerechtfertigt? Also wenn ich mit meiner Mutter und mit meiner Frau rede, dann verstehe ich das, weil die sehen jetzt einfach, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht. Also vor allem Testen und Impfen, wo wir gemerkt haben, da ist nicht alles so rund gelaufen. Wenn ich dann natürlich anfange, wie wir weltweit im Vergleich sind, wir hatten noch nicht solche harten Lockdowns wie in anderen Ländern und auch Großbritannien ist immer noch im Lockdown, dann zu argumentieren ist manchmal schwer. Ich habe aber auch gelernt, und da hat mir der Herr Steinmeier jetzt bei seiner Osteransprache etwas mitgegeben, wir Deutschen sind halt doch eher schwarz und weiß. Und das sehe ich auch in der Diskussion. Deswegen verstehe ich die Kritik auch an uns Politiker. Ich versuche aber auch ein bisschen zu sagen, dass wir einige Sachen, glaube ich, auch ganz gut und richtig gerade in dieser Pandemie gemacht haben. Sie sind ja schwarz oder schwarz, also zumindest was die Kanzlerfrage angeht. Da müssen Sie sich ja zwischen einem der CDU-Bewerber entscheiden. Aber Sie haben sich jetzt ganz überraschend öffentlich geäußert, dass sie es sehr gut finden würde, wenn Söder die Kanzlerschaft übernehmen würde oder eben antreten würde als Kandidat. Warum? Ich habe das schon öfters jetzt auch in den letzten Tagen, als ich das ja jetzt auch kundgegeben habe, gesagt, ich bin kein geborener Söder-Fan. Also ich bin nicht vor 21 Jahren in die Junge Union und CDU eingetreten und habe gesagt, Markus Söder ist der Allerbeste. Aber ich muss sagen, was er jetzt vor allem in der Pandemie geleistet hat und wie er sich auch in der letzten Zeit verhalten hat, hat mir gezeigt, dass er eben Lessons learned macht. Also er versucht aus seinen Fehlern zu lernen. Und ich glaube eben jetzt auch im internen Wettkampf mit Armin Laschet ist er einfach der Bessere und trotzdem brauchen wir auch Armin Laschet. Er ist unser Parteivorsitzender in der CDU und von daher hoffe ich, dass wir jetzt eine gute Teamlösung hinbekommen mit einer Spitze mit Markus Söder. Zum ganz anderen Thema. Sie sind in Berlin im Ausschuss für Digitales. Da kommen Sie auch beruflich ein Stück weit her. Da müssen Ihnen doch auch wieder die Fußnägel hochstehen, wenn Sie sehen, wo Deutschland im Moment in der Digitalisierung steht, sei es Homeoffice-Quote, sei es Schulnachrüstung, Ausrüstung. Das alles funktioniert doch nicht. Flächendeckendes 4G, 5G. Ich glaube schon, dass einiges funktioniert. Ich glaube nur, dass wir jetzt diese Pandemie dafür nutzen müssen, genau dort, wo es eben langsam funktioniert. Und das größte Thema ist bei uns einfach der Datenschutz. Das sehen wir jetzt beim Homeschooling. Da wird darüber diskutiert, welches Programm man überhaupt nehmen darf. Und bei der Corona-Warn-App haben wir gesehen, wir wollten eigentlich nicht den Schritt gehen, eine zentrale Lösung zu machen, weil dann könnten wir heute tracken und könnten sagen, hey, du bist eigentlich in Quarantäne, bleib bitte zu Hause. Da sind wir Deutschen noch nicht so weit, aber auch die Politik muss vielleicht strenger sein und sagen, damit hätten wir die Pandemie, was in der Nachverfolgung betrifft, besser sein können. Und ich glaube, das ist jetzt die Aufgabe auch von Politikern wie mir, zu sagen, da müssen wir jetzt mal ein bisschen über den Tellerrand gucken, weil das, was Nordkorea und Südkorea gemacht haben, funktioniert auch. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Staaten. Also von daher, glaube ich, haben wir jetzt richtig was aufzuholen. Stehen wir uns da teilweise einfach mit unserer Regulierung und mit unserem Sicherheitsdenken selbst im Weg? Ich glaube, wir wollen alles perfekt machen in diesem Land. Ja? Also wir wollen den Minderheiten den größtmöglichen Schutz geben, was richtig und wichtig ist. Wir wollen aber auch die Lösung haben, wo dann nachher alle damit glücklich sind. Und das alles auszutaranzieren, das ist, glaube ich, unsere große Schwäche, weil wir es eben recht machen wollen. Und ich glaube, da müssen wir Politiker jetzt auch lernen, dass wir eben eine Lösung finden müssen, die nachher das Land voranbringt. Weil das Land sind alle.
die Minderheiten und auch die große Masse. Ja, und dann geht es halt auch noch mal um das Thema Glaubwürdigkeit. Ne? Wenn man dann, wie kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg, noch solche Knüppel in die Räder geworfen kriegt, dass eben Abgeordnete sich bereichern an der Krise, dann ist das auch nicht gerade vertrauensbildend. Nein, das war nicht nur vertrauensunbildend, sondern das war unmoralisch. Und ich habe das auch zutiefst verurteilt, gerade auch von den Kollegen, die jetzt hier aus Baden-Württemberg kamen, dass man so etwas nicht macht. Und ich glaube, da haben wir einen großen Schaden erlitten, gerade auch wir als Union. Und da müssen wir jetzt auch richtig Gas geben, um da auch zu zeigen, das sind Einzelfälle gewesen. Aber vielleicht hätten wir diese Einzelfälle auch früher sehen müssen. Und das, glaube ich, müssen wir jetzt klar und deutlich herausstellen, dass wir auch bei den Gesetzen, also sprich Abgeordnetengesetz, Lobbyregister, auch was ändern wollen, gerade wir als Union. Wunderbar. Vielen Dank bis hierher, Marc Bierdatz. Meine Damen und Herren, Sie hören es, hier wird kräftig gewerkelt in der Motorworld. Wir machen jetzt aber mal eine ganz kleine Werbepause und dann hoffen wir, dass die Handwerker auch fertig sind. Erholen Sie sich. Regio TV. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Heute zum Stadtgespräch Böbling mit Marc Bierdatz. Das mit den Handwerkern hat nicht ganz geklappt. Sie werden vielleicht noch das eine oder andere Geräusch hören, aber davon lassen wir uns jetzt überhaupt nicht abbringen. Was mich jetzt interessieren würde, Sie sind Böblinger, Sie wohnen in Böbling. Ihr Wirken ist in Berlin, aber Sie sind hier noch verwurzelt. Sie sind nämlich auch noch Mitglied im Kreistag Böblingen. Wie kriegen Sie das unter einen Hut? Weil ich das Abgeordnetenmandat als Fulltime-Job ansehe. Deswegen, ich mache auch keine anderen Tätigkeiten, also keine anderen beruflichen mehr. Deswegen, ich habe mich voll und ganz meinem Hobby, das ich jetzt zum Beruf machen durfte, die Politik verschrieben. Und deswegen versuche ich eben gerade auch diese Bodenhaftung im Kreistag, wo es mal auch um ganz andere Themen geht, die man jetzt umsetzen muss, dann vielleicht auch mit nach Berlin zu nehmen in meine parlamentarische Arbeit und dort eben zu zeigen, dass der Landkreis Böblingen in Berlin eine starke Stimme hat. Was sind so die Themen, wenn man das mal so abwägt? Worum kümmern Sie sich in Berlin im Alltag und worum kümmern Sie sich in Böblingen, wenn Sie hier Politik machen? Also in Berlin darf ich ja im Ausschuss für Arbeit und Soziales, im Petitionsausschuss und im Ausschuss für die digitale Agenda mitarbeiten. Was mich jetzt so ein bisschen stolz gemacht hat in der letzten Zeit, man konnte einfach sehen, dass Politiker auch in Berlin etwas vor Ort bewegen können. Und ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt den Fruchtkasten in Herrenberg eine Bezuschussung aus dem Bund haben, dass wir in Hildritzhausen für das Freibad Gelder locker machen konnten für den Landkreis Böblingen. Und das zeigt mir einfach, wie wichtig es ist, beide Arbeiten wichtig zu nehmen. Und auf der anderen Seite konnte ich an meinem ersten Gesetz mitarbeiten in Berlin, an dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, wo ich wirklich mitarbeiten konnte, so wie hier in der Motorworld, wo hart gearbeitet wird. Und so ist Gesetzesarbeit harte Arbeit. Das habe ich in Berlin gelernt und das hat mich dann doch ein bisschen froh gemacht, zu zeigen, dass man eben beides gut miteinander verbinden kann. Den Landkreis Böblingen an erster Stelle und eben die Arbeit in Berlin an erste Stelle zu setzen. Das heißt, das nervt Sie dann nicht, wenn im Kreistag über Müllgebühren diskutiert wird? Nein, das gehört mit dazu, weil es betrifft mich ja selber. Ich bin ja selber Bewohner des Landkreises Böblingen und die Müllgebühren sind nur das Kleinste. Über die Wertstoffhöfe kann man leidenschaftlich diskutieren. Ja, über Müllentsorgungssysteme, genau, richtig, ja. Ist es in Berlin anders geregelt? Ja, in Berlin ist es anders geregelt. In Berlin habe ich nur eine kleine Wohnung, da mache ich sehr wenig Müll. Und da merkt man schon, dass die Berliner doch anders ticken als der Landkreis Böblingen. Die schmeißen es aus dem Fenster, oder? Ja, nein, so machen sie es nicht. Also in Berlin wird auch Müll getrennt und das ist auch gut und richtig so. Aber man merkt eben auch, dort, wo man lebt und wohnt, das ist eben der Landkreis Böblingen, da hat man eine andere Verwurzelung als in Berlin. Es ist halt doch nur ein Arbeitsort und das ist auch gut und richtig so, weil ich vertrete meine Heimat und die ist der Landkreis Böblingen. Aber in der Metropole arbeiten zu dürfen, ist ja auch nicht ganz so schlecht. Trotzdem haben Sie noch Zeit. Sie haben noch ein bisschen Freizeit für Familie sowieso, aber Sie haben auch an einem Buch mitgeschrieben. Da braucht man doch Zeit. Das ist erschienen im letzten Jahr, heißt Neustart. Das haben Sie mit verschiedenen Abgeordneten geschrieben. Beschreiben Sie doch mal, worum es da geht und was Ihnen da wichtig war in dem Buch. Das Spannende war, dieses Buch haben wir noch vor der Pandemie geschrieben. Also wir haben uns wirklich Pizza bestellt, ein Bierchen aufgemacht. Ich habe ein Glas Wasser getrunken, weil ich keinen Alkohol trinke. Und wir haben uns wirklich zusammengesetzt mit Praktikern aus der Verwaltung und eben mit Kollegen der Unions
Familie zu überlegen, wie wir diesen Staat schneller machen können. Wie wir diesen Staat nicht entbürokratisieren, sondern wie wir ihn mit der Bürokratie noch effektiver machen können. Dann kam die Pandemie und dann haben wir auf einmal gesehen, alles, was wir in diesem Buch Neustart geschrieben haben, passt eigentlich auf die Gedanken, die wir so noch vor einer Pandemie hatten. Wir wollen Deutschland nicht besser und schöner machen, wir wollen Deutschland ein bisschen schneller machen. Und das haben wir mit ein paar, glaube ich, ganz coolen und innovativen Ideen beschrieben. Und wir hoffen jetzt eben auch, dass wir das dann auch in das Regierungsprogramm und auch in die neue Koalition dann auch mitnehmen können. Sagen Sie uns doch mal so ein, zwei konkrete Punkte, die Ihnen jetzt ganz besonders wichtig wären, bitte. Zum Beispiel, wie wir eine Start-up-Kultur in ganz Deutschland bekommen können. Wir haben ja Hamburg, Berlin, München, das sind so Nukleusse, da wird viel Start-up gelebt. Und Böblingen. Und Böblingen auch, aber wir wollen noch besser werden. Und wir haben uns überlegt, wie wir einfach auch ein Mindset schaffen können, dass eben auch ganz normale Menschen sagen, ich investiere vielleicht nicht nur in eine Wohnung oder ich investiere nicht nur in einen Bausparvertrag, sondern ich investiere in junge Unternehmen. Und da haben wir Vorschläge gemacht. Und ich glaube auch, dass der Landkreis Böblingen eigentlich noch viel stärker ein Start-up-Land werden muss, so wie vielleicht Berlin und München auch. Er hat ja zumindest das Softwarezentrum, das ja bundesweit viel Beachtung findet, weil dort eben genau sowas passiert. Ideenschmiede, Gründungszentrum. Das heißt, auch da nehmen Sie wieder was mit aus Böblingen nach Berlin, oder? Also das Softwarezentrum ist eigentlich das Paradebeispiel. Und das hat eben auch gezeigt, wie man schon vor 20, 30 Jahren, ich glaube, ein Name auch Herr Professor Hengstberger, der da ja wirklich einfach mal gemacht hat, ohne viel vielleicht nachzudenken, sondern zu sagen, wir müssen einfach jungen Leuten eine Räumlichkeit und eben einen Raum geben. Und ich glaube, wir sollten diese Idee eigentlich auch jetzt wieder in die Neuzeit mitbringen, damit wir eben den Landkreis Böblingen das Softwarezentrum 2.0 gestalten. Und das ist auch ein bisschen mein Ziel. Wunderbar. Kurze Frage, kurze Antwort. Sie kandidieren nochmal? Ich kandidiere nochmal, weil ich nochmal mit voller Leidenschaft für den Landkreis Böblingen in Berlin was bewegen will. Prima. Was draus wird, sehen wir dann im Frühherbst, Spätsommer. Vielen Dank, Marc Biadatz, für das Gespräch, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann.